So eine Trennung, auch wenn sie dann noch so einvernehmlich erfolgt, ob man das glaubt oder nicht, hinterlässt auch immer Spuren bei mir. Und das sind keine angenehmen Dinge, die man bespricht. Wir beide haben in der ganzen Zeit, glaube ich, schon sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber schon in dem Gespräch haben wir auch festgestellt, dass es natürlich schon da unterschiedliche Auffassungen gibt, gar nicht mal so sehr nur von meiner Person ausgehend, sondern insgesamt von den Gremien der Liga und Donata Hopfen selbst. Wir haben auch noch mal telefoniert und wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir ohne Friktionen auseinandergehen und dass wir auch in Kontakt bleiben. Und der Aufsichtsrat hat dann gestern Abend eine Interimslösung beschlossen, dass jetzt bis zum 30.06. Oliver Leki und Axel Hellmann die Geschäftsführung bilden, gemeinsam. Ich habe die letzten Tage sehr viel gelesen, auch bei Ihnen, von der Machtfülle, die ich nun innehabe. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist ein Wort, mit dem ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Weil Macht ist für mich kein Kriterium der Beurteilung, weshalb ich etwas mache oder nicht. Ich habe zwar jetzt mehrere Ämter, ich habe aber nur eins angestrebt, nämlich das war das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der DFL. Das führt automatisch zu der Position des ersten Vizepräsidenten des Deutschen Fußballbundes. Dafür habe ich nicht kandidiert oder habe mich nicht um irgendetwas beworben. Das ist mir einfach zugefallen.